So, da sind wir und weiter geht es mit Stray. Wir sind jetzt wieder hier und haben im Inventar noch eine Batterie und einmal den U-Bahn-Schlüssel. Da ist alles abgesperrt und da war ja noch so ein kleiner Spalt. Das ist die U-Bahn. Wir haben dafür den Schlüssel. Fahren wir jetzt eine Runde U-Bahn. Oder? Aber keine U-Bahn. Ah, Gegenstand verwenden. Da kommt die Batterie rein. Zack. Jetzt hat die U-Bahn Strom. Zack, U-Bahn benutzen. Auf geht's mit der U-Bahn. Yes, yes, yes. Kontrollraum. Yes. Das nächste Kapitel. Endstation, bitte alle aussteigen. Hey, Mister. Hallo, wie kann ich dir helfen? Der macht nur sauber. Mehr macht er hier nicht. Boah, ist das alles hier clean, ey. Sauber clean. Der Bonsai-Schneider. Sage Gruß, Bewohner der Mauerstadt 99. Aha. Mauerstadt 99. Wie, es gibt noch ganz viele andere davon. 98 andere. Trollpunkt. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Ebenso. Ja, die machen hier alle sauber. Was
Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmerungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich. Was? An einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ah. Ist hier auch sauber. Hallo, wie kann ich dir helfen? Irgendwie nicht. Gut, dass alles aussieht. Echt Hammer. Bis zum letzten Moment. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Ja. Wow, das ist die City. Wir haben es bis nach ganz oben geschafft, ne? Das war dieser kreisförmige Himmel. Da unten irgendwo waren wir. Wie so ein Kessel, ne? So ein Kessel. Da ist ein Kontrollraum. Aha. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es besagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir zusammenarbeiten. Da können wir was machen. Da können wir was machen. Und hier ist ja so eine Kiste, ne? Die kennen wir da ja schon. Die können wir da auch bewegen. Geil. Direkt platziert an der richtigen Position. Aber das geht nicht auf. Ah, jetzt. Genau so. Das nennt sich kurzgeschlossen. Das war ein Kurzschluss. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Saubere Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genutzt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühle mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Ich soll mal auch mal erfahren, was aus einer Familie geworden ist. Aber ich kann immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Was gibt es hier?
liegt denn da? Inspizieren. Das ist ja der Hauptcomputer. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelzyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Aber hier gibt's doch nichts. Hat er das geschafft? Die großen Rechenanlagen müssen angeschaltet werden. Diese Rechner hier? Ja? Ach so, da sind die Tasten, ne? Aha, okay, das ist gemeint. Oh, cool gemacht. Sie sind schon an. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt ja nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Das ist die Station, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. System locked. Ha! Das war gemein mit kaputt machen. Gibt's da noch so einen Schrank? Wie cool auch der Teppich aussieht. Diese Spuren, die er hinterlässt. Das sieht nach sowas aus, Vater. Vielleicht so? Waren eigentlich nur die zwei? Oder war da jetzt noch ein dritter? Kann man jetzt hier was machen? Das ist der Plan. Achso, da sind auch drei aufgezeichnet. Einer da, einer da, einer da. Auf der einen Wand müssen zwei sein.
Tatsächlich, ja. Das ist halt der mit dem Kabel, ne? Ach, da oben. Haha, haben wir den auch noch gefunden. Eins, zwei, drei. Müsste doch jetzt klappen, oder? Was machen? Da oben, was? Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Alarm. Oh nein, wir müssen weitermachen. Wir haben die doch gemacht jetzt, die drei. Hacken kannst du da nicht, auch nicht mehr. Ist da jetzt an der Tür was passiert? Oder hier? Den müssen wir auch noch hacken. Okay. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Alter, ich glaube, dieser kleine Köder ist erledigt. Der kleine Körper. Schon gut, dass wir... Das wird schon wieder... Trag mich einfach zur Oberstation. Wir können den Alarm ausschalten. Zack. Ah, jetzt funktioniert die wieder. Okay. Das war's, wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drogenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklickte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich musste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Come on.
Krass, ne? Voll emotional. Der wusste das und hat sich trotzdem dafür entschieden, ne? Cool, das öffnet sich. Gänsehaut. Gänsehaut-Moment. Geil, geil. Guck mal, die werden jetzt alle verrecken. Tageslicht. Richtiges Tageslicht. Cool, wir haben es geschafft. Den können wir jetzt nicht mal nehmen. Ne, da legt er sich wieder hin. Okay. Ha, da öffnet sich. Das war's. Wir haben es geschafft, ey. Geil, ne? Siehst du, wie die Stadt jetzt langsam Licht kriegt? Genau. Guck dir das mal an hier, was wir die ganzen Stunden gemacht haben oder wofür wir das gemacht haben. Jetzt kommt die nächste Schicht. Einfach nice. Jetzt haben die ganzen Roboter Licht. Tageslicht. Ha. Voll die Kleinigkeiten da, echt voll nice. Jetzt ist das komplett ausgefahren, ne? Komplett geöffnet. Mission erledigt. Jetzt müssen wir den einfach hier so liegen lassen. Wieso können wir den nicht mitnehmen? Hier die Clementine oder so. Irgendjemand kann das doch wieder reparieren. Kann man sich nur hinlegen. Voller gute Buddy, ne? Der B12. Aber einiges mit denen erlebt. Schade, dass wir den jetzt einfach da liegen lassen müssen. Ah, oh, hier geht's jetzt auf. Jetzt geht die Tür auf. Tatsache, City Open. Hast du noch was zu sagen? Ich sehe schon das Tageslicht. Ich sehe schon das Tageslicht. Unser Held, die Katze. Wir haben es geschafft. Raus.
In die Natur, cool. Freiheit, so fühlt sich Freiheit an. Coole. Da war so Licht, ne? So ein Blitzer. Die letzte Sekunde links war da, ne? So ein Blitzer, als ob sie irgendwie sich da wieder was belebt hat. Bestimmt der B12. Ist ja gar nicht platt, ne? Oder? Oh Gott, ja, auf jeden Fall. Die machen nur immer sowas. Das war doch jetzt so ein Zeichen, dass da irgendwas wurde da wiederbelebt. Und so ein Impuls. Und ich denke mal, das war der B12. Vielleicht so ein kleiner Hinweis auf einen zweiten Teil. Cool, wir haben es durch, die Credits. Yeah. Voll das coole Spiel. Also mir hat es super gefallen. Ich hatte Spaß gehabt mit dem Spiel. Ich fand's genial, echt. Es war keine Frustmomente, keine. Es war einfach, die haben alles richtig gemacht. Ne? Allein schon die Steuerung, dass du da vorgegebene Orte hattest. Also, es konnte nie vorkommen, dass du da irgendwie abrutscht oder dann nochmal hin und dann irgendwo runterfällst. Das haben die richtig gut gelöst. Echt Hammer. Blutwolf Studio. Ich fand das echt gut. Das hat sich richtig gut angefühlt, alles. Ne? Also auch das Level-Design. Man hatte mal so kleinere Schlauchlevel, sage ich mal. Zwischendurch dann mal die Slums. Etwas größer, so ein Hauch von Open World. Oder halt die große Stadt. Also das Spiel hatte Stil, echt. Und die ganze die Grafik, ne, dieses Cyberpunk-mäßige, es war einfach gut. So bunt, ne? Es war so bunt. Aber es hat echt Spaß gemacht. Ja, so Mini-Quests hast du dann gehabt. Ich fand diese Abwechslung ganz gut von den Levels. Ne? Dann hast du was Größeres, dann hast du die Gegner gehabt, dann hast du die eine Waffe, hast du noch gehabt. Das war leider etwas zu kurz. Aus meiner Sicht, keine Ahnung, jetzt ein paar 10 Stunden oder sowas. Ne? Oder nicht mal. Ungefähr. Blutwolf Studio, thanks. Genau, so ein unbekanntes Studio hat mal gezeigt, wie es geht. Echt, es hat echt gefesselt und es war einfach geil. Auf jeden Fall. Kommt jetzt noch was? Nein, es kommt nichts mehr. Okay, wir haben es durch. Ja. Ich habe Spaß gehabt. Ja. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Ciao.